Das letzte Solo-Kill ist jetzt Spiel, bevor ich nach München aufbreche, I think. Lass uns auf einem Banger, auf einem Win beenden den Tag. Tirol hat ja leider verloren. Hoffentlich gewinnen sie dafür am Sonntag. Und hoffentlich gewinne ich jetzt dieses letzte Game, bevor ich Berlin schon wieder verlasse. Let's win these. Gib mir 10 Pick, du Stinker. Schon wieder mal verbannt. Habe ich Bock auf 3 Games in Folge Quinn? Eigentlich nicht wirklich. Und der Trade auch nicht. Der Stinker, gib mir. Ja, nice. So, du siehst jetzt Rell. Swap mit mir, du Stinker. Müssen wir beide so in der Blind picken, weil einfach Pike aufgegangen ist, der Stinker. Ach du. Na gut, wir beenden das Game. Wir werden es auf einem Bloody Mir Game. Einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, ich spiele gegen Quinn. Mal sehen. Wie ist das Best of 5 bei Tirol ausgegangen? 3-0 für Hanwha Live. Leider verloren. Machst du nix. It happens sometimes. Noch eine Quinn. Quinn. Aber nach dem Alpha-Ban, glaube ich, nach dem Alpha-Ban schon zu erwarten. Ne? Guck mal noch. Backdoor-Kondome. Du, ich habe mega Bock auf Backdoor-Kondome. Es muss halt hygienisch gehen. Sag mal so, Kondome sind nicht der üblichste Merch. Und ich habe gar keinen Bock, dass irgendeiner meiner Zuschauer eine ungewollte Schwangerschaft riskiert, weil das Kondom qualitativ schlecht war. Ich habe jetzt nicht unbedingt Verbindung zu Durex. Riot Games Verbindung zu Durex. Die sponsern ja die LPL. Also vielleicht kann ich Riot fragen. Dieses Wochenende bin ich ja in München mit einigen Routern. Vielleicht haben die da jemanden, der Verbindung zu Durex hat. Oh mein Gott, der echte Brüki, der echte Philly Westside, Kutscher und Brüki. Oh. Junge, was ist denn jetzt los? Halb NLO hier am Start, oder was? Eine ganze Lobby. Sind du, Brücke, gar nicht du, Q? Doch. Ja, ich wollte schon sagen, okay. Du hast mir nicht Last Pick gegeben, du Stinker. Wieso? Weil ich auf dem Desktop war, wie man sich da als Last Pick machen sollte. Ja, verstanden. Hab mich schon gewundert, dass du mir hier keinen Krebs gewünscht hast dafür. Weil das normalerweise das Play ist. Ja, ich wünsche keinen Krebs. Not this time. Du bist also eine Vladimir-Legende. Nee, ich spiele sehr gerne. Ich finde den Champion auch aktuell stark. Wurde heute Morgen sogar in Korea gespielt, auch gewonnen. Das erste Mal, dass er gespielt wurde dieses Jahr. Aber ich verliere die meisten Games. Hey, ich spiele gerade du, Q. Ich bin zufällig in eurem Game. Hallo. Hey, Brücke, komm gerne dazu. Yo, kurze Info. Ich habe nicht gezockt für Wochen jetzt. Perfekt. Passt. Deine Seraphine ist fucking insane. Ich hab den ersten Game schon gemisst. Mein Gott, der Brückmann. Das ich bin gegen Gamma Yuzi, das wird gar nicht gut. Ist, glaube ich, der andere Enkel, oder? Der andere Cousin. Ich hatte den gerade, der ist böse runtergerannt. Keine Sorge. Uweia. Brücke, geht's Tony gut oder bist du auch, oder geht's dir auch kacke? Nee, Tony ist bei den Eltern, anyway. Ah, okay. Und dir geht's fein? In Quarantäne. Ich hoffe, denen geht's fein, ja. Nee, aber ich meine auch dir. War ja nicht auf der Gamescom. Ach, stimmt. Aber danke. Ich habe gerade irgendwie voll gedacht, ich habe der Afterparty mit dir geredet, aber das war ja nach der Darts-WM gar nicht auf der Gamescom. Brücke, wieder nicht auf einer Afterparty gewesen. Brücke, eingebildet. Ja, was ist euer Eindruck? Toplaner mit Teleport oder mit Ignite? Was habt ihr lieber im Team? Oh, Toplane. Deutungen, du hast es gefragt. Ja, alles gut. Ich hab da während des Battlekills, ich dachte immer, Smalltalk, wenn nichts passiert, aber da ist eine Menge passiert scheinbar. Hast du mehr gespielt in letzter Zeit, oder? Nicht so viel, aber ich habe nicht mehr so viel, also bei der Gamescom hat ein paar Games gezockt, weil ich krieg ja keine Videos mehr für YouTube. Wir müssen es ready machen, ne? Worlds kommen bald, dann müssen wir auf Faker warten. Ich freue mich auf ihn, das kannst du dir sichern, dass ich jetzt leiten werde. Gibt nicht auch in Disc 3 diesen Winter wieder ein Split? Das ist, glaube ich, einfach das Winterturnier, oder? Ich denke auch. Kann sein, ich glaube, die haben nächstes Jahr wieder Winter-Split. Können keine Mitte move, aber es ist sehr weit weg. Mitte, das ist natürlich sehr bitter. Oh mein Gott, der killt uns alle. Fucking Vigo Gaming. Geile Rolle. Ich würde sagen, wir schwimmen von mich rum, ne? Ich denke auch. Das wollte ich einfach mal sagen. Also, wir chillen Top Lane, keine Sorge. Nothing happens. Ich habe so viel Writing gespielt, ich habe richtig Lust auf League. Also jetzt noch. Ich habe mir nach der Gänze mal einen Tag eingeschlossen in meinem Zimmer und habe nur gezockt, Alter. Das war so geil. Habt ihr schon, hast du, besser gefragt dann Brücki, hast du schon Black mit Wukong gespielt? Ja, das ist das Spiel, das ich gespielt habe. Und bist du schon durch? Ja, krass. Das ist so 35 Stunden Spielzeit, wenn du das meiste machst. Ich habe nicht alles gemacht, weil nicht alles von dem Game ist gut, aber schon sehr gut gespielt. Ich bin jetzt gerade mit Akt 1 fertig. Mhm. Ich habe bisher auch sehr viel Spaß. Wie gefällt's dir? Sehr, sehr viel. Sehr, sehr fun. Ich hasse auch die unsichtbaren Wände, dass du halt überall gegenläufst, dass es nicht komplett so, weißt du, so richtig immersiv ist. Das wird auch alle Akte so weitergehen. Also es ist nicht so, als würde es ja mal das okay finden. Ja, schade. Aber trotzdem, das Game ist sehr, sehr fun. Oh, ist der Jungler hier? Was meinst du? Ich glaube, I schon. Don't have... Nee, der Jungler ist offside. Ja, der macht ja immer Crops. Ah ja, wollte den Typ mir beinahe. Holy shit, Skana, der Stein? Oh, hat den gemisst, Stinker. Boah, das war echt cringe, aber es hat funktioniert. Schon super. Danke. Am Junge! Und ich so auch eure Playoffs, ne? Also eure Rele. Mittwoch musst du casten mit Johnny, ne? Mittwoch? Ja. Nächste Woche Mittwoch. Ja, klar, easy, alles. Du darfst auch gerne mitmachen, wenn du möchtest. Mach, wie bist du eigentlich zugehört? Wir haben nächste Woche Mittwoch unsere Div2-Relegation. Cool. Online, offline? Ah, du wohnst gar nicht mehr in Spandau, Türki, ne? Ja, aber ich bin nicht so weit weg. Kann hinradeln. Über die online. Wir sind ab Dienstag sind wir bei Eintracht Spandau im Office für Bootcamp. Aber geht dir noch was essen oder wollt ihr einfach nur zocken dann? Weil ich würde mehr zum Socializen kommen als jetzt unbedingt. Ja. Achso, nee, ging eher um Carsten, wenn du Bock hast. Ach so. Aber du bist auch herzlich zum Essen eingeladen.
Okay, okay, ich guck mal. Ich dachte halt nicht, das hat sie mich direkt freigerichtet. Nee, nächste Woche ist noch RCK und dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Boah, ich bin echt washed. Hast du mich gepickt? Du dumme Sau? Okay, ich habe einiges erwartet, aber das ist schon heilige Scheiße. Was ist passiert? Das war halt sehr langsam, was soll ich tun? Ne? Ich bin auch nicht jünger. Ist okay, Opa. Wir kriegen das schon hin. Oh mein Gott. Das Skala hat, glaube ich, auch lange einen Tick gespielt. Da hat er erst mit dem R-Knopf gesucht, mit dem Adlerfinger. Es ist die dritte Quinn, die ich gespielt und die dritte verschiedene. Also, scheinbar gerade ganz heiß im Rennen, der Champion. Jetzt der Blutig. Die hat eine unfassbare hohe Winrate, habe ich gesehen. Ich kann mir vorstellen, wie sie so gut geläuft. Die könnte aber auch dann rennen. Aber Skala ist Ult. Wir gewinnen direkt. Space. Skala noch keine Ult. Skala kein Flash. Ja, ich auch keine Ult, ne? Ich weiß nicht, wer. Ja, dann wird es vielleicht doch ein bisschen Zugang haben zu Quinn. Ich glaube, die werden aber nur Stacks für ihre Symbiotic Boots sammeln, aber sie könnte halt. Ah, ja, die ist hier 100%. Ja, wie auch ja sie muss doch schon wieder Top-End sein. Sie muss Bot-End sein. Sie ist top. Wieder gut. Oh, ich bin da. Ich kann. Hat denn der Set nichts benutzt? Hä? Noch spielen oder nicht? Wir können zocken. Das ist ein geiler Zock hier. Nice. Also, kann Basie da kommen. Ist Basie jetzt immer so. Vorsicht. Okay. Ja, ist nicht da. Warte da. Oh, weg. Irgendwas ist mit der PyQ komisch seit dem Patch. Das ist so weird, die bricht einfach manchmal ab. Echt, da FD. Quality of Life Improvement. Echt? Stand da was zur PyQ? Es fühlt sich echt komisch an seit dem Patch. Ich dachte schon, ich bin dumm. Also, sie haben angepasst, dass du jetzt, wenn du CC bist, Fähigkeiten direkt danach spammen kannst. Also, du kannst den Knopf gedrückt halten, statt zu spammen quasi. Weil das dein Champion manchmal einfach abbricht und ich dann nur diesen kleinen Stagger mache, anstatt zu channeln. Das ist ganz komisch. Würde Sinn ergeben, wenn die über die Knopfbelegung ändern quasi, wie es genau funktioniert. Saure Mensch mal wieder. Königs Base. Boah, ist das lästiger Pester. Aber ist krass mit den Symbiotic Boots. Ist einfach immer Base und immer rechtzeitig wieder da. Das erste Mal glaube ich, dass ihr was misst. Wordplay Bot. Okay, 1, du bist ja so geil. Mann, ich bin so alt, aber ich bin trotzdem so geil, oder? Ja. Einfach mal gemacht. Alter, ist ja so geil da unten, let's go. So, der Top-Loss ist zocken, der Top hat eine Platte. Ich weiß nicht, ob das besser für euch ist. Wir gehen aber Midlane, oder? Ja. Ja, Quinn, ich bin vielleicht am Ende gerade, wenn ihr durchfliegt. Was baue ich denn hier Schönes überhaupt? Das war mal ein bisschen damaged, Freunde. Wenn ihr sowieso bei Instinct seid, ne, dann können wir theoretisch aus dem Office da casten, oder? Das wäre sauber. Ja, hab ich mir gedacht. Und dann kommt ihr rein. Kommt ihr rein und wir machen ein Interview. Ja. Das wird schon geil. Okay, not bad. Und ein Damage, bad. Alter. Ja, weil ich einfach. Wieso hab ich W geschätzt? Warte mal, next. Falsch geskillt. Haben die selbst nicht auch genervt mit dem Patch jetzt? Ja, W ist genervt worden, aber naja. Sieht nur gut aus. Ich brauch 40 Gold. Dann den Rest haben. Ja, könnt ihr. Bin schon durch. Ich brauch den Gold, ne? Na gut. Bin fertig. Bin auch sehr, sehr fett. Jetzt Double Downsort und W. Oh, okay, wie hält das Guy? Let's see. Ich bin im Dauer-CC, Alter. Och, komm, Mann. Alles gut. Krass, du überlebt hat. Oh, hat er gar nicht gut. Ich hab 3000 Gold, ich sollte langsam mal basen hier. Aber in 6 Sekunden hab ich Death Cap. Oh. Nein, ich geh schon Basecamp. Ja, yeah, und 2 sehr starke Mages. Glaube ich, kommt nicht zu viele mehr, bis haben die 0. Aber nicht so gute Tools, right? Eigentlich nicht wirklich. Höchstens so Woods End Chat auf Diego. Ist Item besser geworden? Die haben es gepatcht, ne? Ja, also Skater, also einfach früher besser. Kannst du fürs Item gehen, das ist gut. Diego war Topside Harry, glaube ich. Wollen wir gerade testen oder ihr wollt Drake machen? Erst gehen, denke ich. Ich hab Deathcap Base. Oh? Ja. Aber geiler TC-Set. Nach irgendwo hier Quinn angelaufen, oder denk. Wahrscheinlich schon Base mit ihren Symbiotic Boots. Die haben verpisst, die so. Die Majors gehen sollen, neu. Welche Elo ist das hier? Also welche NMR habt ihr? Ich bin so 300 Punkte Master gerade. Sam, 300 irgendwas mit 65% Rate oder so. Aber Brücke, du bist so gut für diese Elo offenkundig, ne? Sieht man ja. Vielen Dank, Tolkien. Das ist jetzt aufgefallen, das ehrt mich sehr. Ah, oh, Hilfe! Hilfe! Oder bist du auch verloren? Der macht sich so ein Flash. Warning. Oh, der Turm. Hol lokaler Gold, bitte. Ich hab's bekommen, alles gut. Jetzt ist nur noch einmal der Brücke, jetzt wird geschlecht. Okay. Sag getan. Ey, danke, Homie, ne? Mach dich. Oh, nice, gut, okay. Smooth.
Ja, aber letztes Game ist genau das gleiche. Die war einfach allein irgendwie 1-4 und dann sind rumgelaufen Leute gekillt. Das klappt erstaunlich solide. Also, ist, glaube ich, einfach, wegen wahrscheinlich jetzt so hohe Winrate, weil es einfach consistently passiert. Und anstrengend dagegen zu spielen für alle Beteiligten auf der Karte. Eine gute Lane? Ja, ja, 100%. Wenn du nicht Range bist, ist Quinn Lane sehr anstrengend. Wird hier All-In? Ich komme langsam rerotiert. Also, so unerfolgreich wie eben geht, aber ich würde auch nicht. Ich habe gleich einen geilen Flank. Aber ihr braucht mich nicht wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Ich komme ja schnell nach. Mirando. Das ist ein Engel, wo das hittet. Fry. Elementist. Hat mehr Schaden verdient, Leute. Blob. Misplay von Siri. Ich glaube, es ist fein, dass wenn sie 1-6 steht, nicht 7-1, dass sie stirbt, I think. Yes, yes. Wenn du so ein bisschen gay rüberlaufen willst. Sorry, ich war gestern bei der Comedy Night. Ich bin sehr lustig. Und Quinn heißt nicht Uwe. Für Wartung, glaube ich. 10 Minuten, dann haben wir den. Ich bin ja mal mit Ash. Oh mein Gott. Überlebt ihr das? Sag bitte einfach ja. Ich krieg einfach zu Movie. Nice. Ja. Stark. Ja, GG. Das war der Fun-Runde. GG. So macht die Solo-Q doch Spaß. Solo-Q. Ich bin 3er-Q machen spielen hier. Cool, euch noch viel Spaß beim Duo-Q und nur habt noch gute Games. Jo, danke dir. Danke. Tschüssi. Alrighty. Ja, war ein geiles Game. Ich glaube, es war ganz geil, um auch den Target-Abschluss zu finden. Spaß gemacht, mal ein bisschen anderer Proto-Belt-Bild halt, weil wir halt gegen so viele Range-Champions hier spielen, auf die raufdashen. Wichtig. Proto-Belt ja auch 100 Leben gebufft worden vor 2 Patches, deswegen seitdem. Ich bin ja Cosmic Drive, wurde auch 100 Leben gebufft, aber Proto-Belt hat ebenfalls. Also beide Items besser als vorher. Chat, guckt gerne mein Merch Store rein, würde mich freuen. Ja, Tolkien.shop. Ja, der wundervolle Brücke, mit dem wir gerade gespielt haben, war da auch dabei. Weil lasst auch ein Like bei dem Instagram-Post da, denn auch dort seht ihr Brücki und Tony und Tolkien in Prachtform. Look at this, we do be beautiful.